Fertig, meine neueste Erfindung. Sieht toll aus. Mal sehen, ob sie auch funktioniert. Ich stelle sie auf die Gedanken dieses Mannes ein. Der Boss ist wirklich clever. Versteckt sein Geld in einer leeren Farbdose. Sollen Miraculous und Supermaus doch ruhig versuchen, mich, den großen Zottelbart, aufzuhalten. Bald habe ich Geld, mehr als genug, die Maschine, was will ich mehr? Sollen wir heute Abend ins Kino gehen? Nein, ich glaube besser nicht. Super, du musst lernen, Entscheidungen zu treffen. Wenn man seine Entscheidungen immer wieder in Frage stellt, kommt man im Leben zu gar nichts. Ich rufe Miraculous und Supermaus. Professor Zottelbart raubt Juwelen. Oho, da kommt ja Miraculous. Ich werde meine Mütze auf seine Wellenlänge einstellen. Übernimm, Super. Ich werde mit meinem Fallschirmkolt auf dem Dach landen. Er will auf dem Dach hier landen. Jetzt hab ich's. Ich werde den Kaktus verstellen. Ich glaube, genau hier wird Miraculous landen. Am besten warte ich hier und empfange ihn mit meinem Tränengasgold. Miraculous wartet draußen und will mich mit seinem Tränengaskolb beschießen. Der Ventilator hier wird das Gas sofort zu Miraculous zurückblasen. Ich hab ihn erstmal außer Gefecht gesetzt. Hey, ist er entwischt? Keine Ahnung. Ich glaube, er kann Gedanken lesen. Ob der Chief das schon weiß? Los, schnell, nichts wie hin. Ja, Professor Zottelbart hat eine Maschine erfunden, die Gedanken lesen kann. Oh, deshalb wusste er immer, was ich vorhatte. Ja, bitte was? Er stiehlt Statuen? Professor Zottelbart raubt gerade aus dem Museum ein paar wertvolle alte Statuen. Wir sind schon auf dem Weg, Chief. Da vorne ist der Miraculous. Oh. Wir müssen ihn aufhalten, Super. Der ist ja wie eine Klette. Die schenke ich euch. Wo ist denn meine Mütze? Ich muss wissen, was er jetzt vorhat. Ich hab sie auf. Er wird gleich seinen Federbox-Handschuhkolb benutzen. Gut zu wissen. Okay, Miraculous. Schieß, wenn du willst. Oh, mein Handschuh steckt. Oh. Er fliegt direkt in den schnell trocknenden Reparaturgips. Und jetzt werde ich die Gedanken von Supermaus lesen und ihn auch zur Seite schaffen. Oh nein, was soll ich jetzt bloß tun? Ich versuch's so. Nein, vielleicht gar nicht. Nein, ich probiere was anderes aus. Dieser Super, er kann sich einfach nicht entscheiden. Oh, verdammt! Oh, fällt doch endlich eine Entscheidung. Ich hätte dich schon früher befreit, Miraculous, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Oh, toll gemacht, Super. Du hast ihn so durcheinander gebracht, dass ihm die Mütze wegflog. Um zu wissen, was er jetzt macht, brauchen wir keine Gedankenübertragungsmaschine.